Ey Leute, was geht? Ich habe heute ein neues Video für euch und heute geht es um den Foot Birthday Silas Wamangituka. Ihr seht schon, die Karte auf jeden Fall gottlos krank mit 5 Sternen. Es gibt 5 Sterne Weakfoot. Ich habe die Karte tatsächlich gezogen, nachdem ich in meinem Icon Pick nur Rotze hatte. Wenn es jemand wissen will, ich hatte in meinem Mid- oder Prime-Icon Pick Laudrup mit, Raoul mit und Pires mit. Also auf jeden Fall wieder ein glücklicher Tag, aber ich habe im Pack danach direkt den Silas gezogen. Der geht für unter 100.000, also ungefähr 80.000. Auf jeden Fall ein sehr guter Preis, wenn man sich die Sets mal anguckt. Er ist 1,89 groß, also das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, aber die 5-Sterne-Kombo, die rasiert auf jeden Fall rein. Die Sets, er ist super schnell, also 95 Tempo mit 93 Antritt, 97 Sprintgeschwindigkeit. Kann natürlich ein bisschen weniger wirken wegen dieser Größe, aber da kommen wir auf jeden Fall noch zu und haltet euch fest, es wird wirklich gottlos. Der Schuss ist auch okay, was mir aber aufgefallen ist, Schusskraft und Weitschuss sind ein bisschen niedrig, dafür aber hoher Abschluss und Stellungsspiel auch super. Passen ist auch gut, nicht der Rede wert, aber auf jeden Fall ausreichend. Dribbling, auch ein sehr interessanter Set. Er hat 93 Beweglichkeit, 81 Balance habe ich jetzt hier mit dem Finisher gepusht. Reaktionen sind gut, Ballkontrolle gut, Dribbling gut, Ruhe ist okay. Kopfballpräzision 81 und die Physis nochmal mit 85 Stärke dazu. Also natürlich noch Flair dazu, aber von den Stats her tatsächlich einfach eine gute Karte, eine solide Karte. Aber jetzt nicht weltbewegend, das denkt man erst. Ich sag's euch schon mal im Vorweg, diese Größe hat ihm wirklich sehr geholfen und er hat überhaupt keine Einschränkung gehabt. Normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man größere Spieler hat, die so ein bisschen unbeweglich sind oder dass sie so ein bisschen langsamer sind, das war bei ihm nicht so. Und ihr seht auch gleich, wie er bei mir funktioniert hat. Ich habe ihn direkt natürlich, als ich ihn gezogen habe, in mein Team gepackt und für Footchamps benutzt. Ihr seht es hier, normalerweise war da Messi und jetzt habe ich da direkt den Silas reingehauen, weil das ist ja auch ziemlich schwer, den zu linken, wenn man jetzt kein Bundesliga-Team hat. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in die Clips rein und gucken uns mal so an, wie der so in den Footchamps passiert hat. Ja, also wie schon gesagt, die Größe ist wirklich gar kein Problem, die hilft ihm aber ungemein. Also das ist richtig krank, wie zweikampfstark der ist und wie beweglich er sich trotzdem anfühlt. Die Skill-Moves natürlich, ihr wisst es, wenn ihr schon mal ein Video geguckt habt, ich spam eigentlich immer nur die McGee-Spins, das ist bei mir am effektivsten und das wird sich doch, glaube ich, nicht ändern. Finde ich einfach super gut, den Skill-Move, wenn ihr nicht wisst, wie der geht. Ganz easy. Aber auf jeden Fall mit Silas. Ich habe erst so ein bisschen erwartet, dass der einen schlechten Schuss hat, weil er ja so niedrige Schusskraft und Weitschüsse hatte. Aber das war auch gar nicht so. Der ist unglaublich abschlusssicher, vor allen Dingen im 16er. Da ist ja auch die Weitschuss-Sache auch gar nicht so relevant. Da ist ja eher der Abschluss relevant, der richtig gut ist bei ihm. Und was mir auch richtig gefallen hat, ist, dass er halt immer da war, wenn ich ihn gebraucht habe. Ihr seht es hier, der hat die Runs gemacht. Ich habe natürlich Abwehr überlaufen drin, klar. Aber er hat sich immer so unglaublich gut angeboten und freigespielt. Und er hat sich auch irgendwie so intelligent bewegt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und er hat mich auch unnormal an meinen Vinicius Junior erinnert. Der ja zusammen mit Mkhitaryan, der ja auch rausgekommen ist in der Foot Birthday Promo, einer meiner Lieblingsspieler ist. Hier übrigens ein richtig geiler Longshot, also da will mir nochmal einer sagen, die 70 Longshots, die sagen es aus. Auf jeden Fall hat sich sehr ähnlich angefühlt zu Vinicius Junior, aber eine richtig starke Variante von ihm. Vinicius Junior ja eher dieser Spielertyp, der ein bisschen schwächer ist, aber dafür unnormal schnell. Silas war so eine Kombi, also der war auf jeden Fall sehr stark. Er war nicht ganz so schnell wie Vinicius Junior, aber trotzdem immer noch einer der schnelleren Spieler im Spiel. Und ja, ihr werdet da auch keine, auf gar keinen Fall Probleme mit haben. Hat mir sehr gut gefallen. Gerade auch der Schuss hier, ihr seht es. Es ist so einfach, auch mit den 5 Sternen Weakfoot, das ist so effektiv. Und dass der Typ für 80.000 geht, ist eigentlich eine richtige Frechheit. Weil, ich sag euch, wie es ist. Der Mann hatte letztes Jahr ein Team of the Season und der hat jeden weggehauen. Und ich habe das Gefühl, dass der Team of the Season vom letzten Jahr genauso ist wie der Foot Birthday von diesem Jahr. Also auf jeden Fall eine richtig geile Karte und ich sage euch ganz ehrlich, wahrscheinlich die beste Rechtsflügelkarte in der Bundesliga. Ich hatte ja schon den Jamie Leveling Future Stars ausprobiert und ein Video dazu gemacht. Habe ich eher gesagt, dass er eher so ein Stürmer ist, aber tatsächlich erinnerte er mich sehr an ihm. Nur, dass Silas immer noch ein bisschen schneller ist, ein bisschen stärker und viel beweglicher. Und natürlich die 5-Sterne-Kombo auf jeden Fall richtig viel bringt bei ihm. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der Passenset war auch gut. Er hat viele Tore mit vorbereitet und eingeleitet. Auch welche, die ich jetzt hier nicht im Video mit drin habe. Dieses Kurzpass-Spiel, dieses Doppelpass, richtig gut. Auch sehr effektiv. Ging mit ihm auch ohne Probleme. Wirklich sehr geil. Aber das Geilste war wirklich diese Beweglichkeit. 5-Sterne, schwacher Fuß und Skills. Und einfach, dass er sich immer freigelaufen hat. Und das habe ich wirklich so geliebt. Er hat sich wirklich immer angeboten. Ihr seht es hier. Ich habe hier nichts gemacht. Also man kann ja die Spieler, die man gerade nicht kontrolliert, noch so ein bisschen lenken. Habe ich nicht gemacht. Und er hat sich trotzdem immer sehr gut freigespielt. Das hat mir wirklich unnormal gut gefallen. Und ich glaube, ich lasse Silas auch in meinem Team. Aber ich würde sagen, um da nochmal genauer darauf einzugehen, würde ich sagen, wir gehen nochmal ins Team zurück. Und ich sage euch noch ein bisschen was zu dieser Karte.
ja, wieder angekommen im Team. Was kann man zu ihm sagen? Er ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler geworden. Ich sag das irgendwie ziemlich oft, aber er hat mich sehr an Vinicius Junior erinnert. Alleine wenn man jetzt mal die Stats vergleicht, da gibt es doch sehr Ähnlichkeiten bei den beiden Männern. Der Finisher, ich weiß nicht, ob das so die beste Wahl war für mich, weil ja, an sich hat es die wichtigen Sets gepusht, aber die Weitschüsse, die hätte man vielleicht noch anfassen können. Wobei ihr ja gesehen habt, dass da einer, der richtig gut war, reingegangen ist. Sonst, ja, ich bin sehr zufrieden mit der Karte. Eine Schwäche, jetzt so eher indirekt, vielleicht, dass er bei Stuttgart spielt und aus dem Kongo kommt, ist jetzt ziemlich schwierig, den da zu linken. Es gibt natürlich in der Bundesliga sehr viele coole Spieler, auch in der Foot Birthday Promo. Es gibt zum Beispiel den Foot Birthday Bebu, der kostet um die 30.000, aber der ist auch sehr gut. Den habe ich mal ausprobiert in einem Friendly Match, habe ich den gezogen und dann habe ich gedacht, komm, wechseln wir mal ein. Und der hat wirklich sehr, sehr geil gespielt. Auch ein Spieler, den ich sehr empfehlen kann, wenn ihr nicht so viele Coins habt und einen richtig guten Bundesliga-Stürmer braucht. Meiner Meinung nach Bebu, einer der besseren aus der Bundesliga, wie ich finde. Ich spiele jetzt hier aber natürlich weiterhin Suarez. Ich finde das Trio, was ich vorne habe mit Vinicius Junior, Suarez und Wamangituka, sehr geil. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch froh, dass ich den gezogen habe, weil ich eh so ein Problem mit Messis Tempo hatte. Das ist momentan immer ein bisschen schwierig, weil es ja sehr viele Innenverteidiger gibt, die Leute in den Footjam spielen, die einfach viel schneller sind als er. Und ich glaube, Silas kam da sehr, sehr gut. Ja, also wie gesagt, die Größe, auch wirklich gar kein Problem gewesen. 1,89, denkt man ja, ist okay, der wird sehr unbeweglich. Die hat er wirklich nur genutzt, um die Pro-Punkte ein bisschen zu pushen. Also er war wirklich sehr stark. Er war aber trotzdem beweglich. Also man hat gar nicht gemerkt, dass er so groß ist. Das könnte an seinem Bodytype liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob Silas einen eigenen Bodytype hat. Auf jeden Fall ist das einer, der sehr, sehr gut ist. Wahrscheinlich derselbe Bodytype wie Ronaldo oder ein ähnlicher. Weil Ronaldo ist ja auch ein sehr großer Spieler, der aber trotzdem ungemein beweglich ist. Also so kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Ihr seht jetzt hier, mein Ronaldo ist ja auch 1,87 groß. Ja. Das kann tatsächlich eine Ähnlichkeit sein, aber ich würde einfach sagen, von der Bewertung her kriegt Silas von Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall eine 10 von 10. Also wenn nicht er, wer sonst, eine 10 von 10 auf jeden Fall. 80.000 für diese Karte, wirklich sehr gut und ich glaube, besser kann man seine Coins auch nicht investieren. Lasst euch jetzt nicht von den einzelnen Stats, die vielleicht so ein bisschen negativ aussehen, beeinflussen. Die Karte ist wirklich gottlos gut. Dribbling fühlt sich unnormal stark an. Die Schwächen sieht man da gar nicht. Der Schuss ist auch sehr gut. Ihr habt es gesehen, wie sicher der vor allen Dingen im 16er war. Das Passspiel hat mir auch sehr viel geholfen. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen, die Karte. Preis-Leistungstechnisch eine 10 von 10. Und natürlich auch qualitätstechnisch eine 10 von 10. Also natürlich da auf jeden Fall ganz klar. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr das Video von Luis Suarez sehen wollt, die Football-Karte, die jeden geschockt hat, dann schaut auf jeden Fall das Video an. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Kuss geht raus.